miteinander. Hier spricht Tom Nook. Es ist Sonntag, der 5. April, die Uhrzeit juckt eh keinen. Die Neuigkeiten heute, wir freuen uns, einen Neuzugang am Fischerzweig zu begrüßen, Eleonore. Wie ihr mir ausseht, heißt sie bitte herzlich willkommen. Tja, dann sind wir beim letzten Ankündigung für heute. Für alle Bastler in der Insel habe ich ein ganz besonderes, die Karte an Nachricht. Denn für Bastelveteranen bieten wir nun einen speziellen Umgestaltungskurs an. So könnt ihr das Aussehen euer Bastelprojekt umgestalten. Dieser Kurs wird euch Kreativität beflügeln. Dieser Kurs findet im Service Center statt. Kommt vorbei, wenn ihr mal kreativ tätig werden wollt. Das war alles und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, und damit begrüße ich euch zu Animal Crossing New Horizons. Einen neuen Part, besser gesagt. Der tatsächlich nachkommentiert ist, denn mein Programm hat sich gedacht, nee, ich ersetze mal seine Stimme durch den Spielsound. Ja, traurig, aber wahr, ist halt so. Jetzt muss ich das Ganze nachkommentieren. Nicht weiter schlimm. Und wir haben Post zu sehen und ich würde sagen, das machen wir auch. Aber Moment mal, mein Nook-Phone klingelt. Hallöchen, hier Nepp aus dem Laden am Apparat. Ich spreche doch gerade mit Maschine, oder? Der Verkaufskistengeld ist da. Hier gefragt 3800 Sternis. Wir werden dafür Konto überwiesen. Danke, dass Sie ein Angebot nutzen. Tschüss. Ja, da haben wir 6800 Sternis bekommen. Nein, nicht 6800 Sternis. Und wir haben zwei Briefe von der Akademie des schönen Hauses. Maschine, herzlichen Glückwunsch. Zur Feier der Vergrößerung deines Hauses haben wir ein Geschenk für dich. Was ist schließlich ein modernes Zuhause ohne nützliches Elektrogeräte? Akademie des schönen Hauses. Naja, haben wir ein Geschenk bekommen. Das nehmen wir auch direkt mit. Und noch eine Akademie. Punkte 13.906 Punkte und Rang B. Herzlichen Glückwunsch. Dein Haus hat den Schallmauer von 10.000 Punkte durchbrochen. Anbei findest du ein Andenken an diesen denkwürdigen Moment. Akademie des schönen Hauses. Also, da wurden wir das erste Mal getestet am Sonntag. Und natürlich nehmen wir auch dieses Geschenk gleich mal mit. Und ich weiß nicht auch nicht, wie mein Haus da aussieht, weil ich habe natürlich wieder ein bisschen weitergespielt. Beziehungsweise würde, naja, noch die Folge aufnehmen dafür. Also, wenn ihr das seht, ist noch eine Folge aufgenommen am 7. April. Und ja, ich hoffe, dass die Folge heute trotzdem noch kommt. Aber egal. Ihr seht schon, mein Haus ist außerdem viel, viel größer. Also wir haben hier im letzten Part, glaube ich, Nook angeschwärzt, dass er unser Haus bitte vergrößern soll. Das werde ich allerdings alles offscreen alles wieder einrichten. Mittlerweile hat sich das Haus aber wieder geändert, also beziehungsweise die Einrichtung geändert, aber naja. Gut, wir gucken mal in Nooks Laden, glaube ich, vorbei. Denn was es da so Schönes gibt, erstmal gibt es eine Bauklotzanlage, die wir für einen doppelten Preis verkaufen können. Machen wir allerdings nicht. Ich werde dafür jetzt nicht extra Geld ausgeben, beziehungsweise nicht extra Materialien ausgeben, das herzustellen, dann doppelt zu verkaufen. Das macht keinen Sinn. So, was wir uns allerdings mitnehmen, ist dieses Teleskop da vorne. Und diesen Rollstuhl nehmen wir uns allerdings nicht mit, nur das Teleskop. Das ist ein Teleskop, genau. Das ist ein begrenztes Stück sehr erhältlich. Bei Interesse solltest du also schnell zuschlagen. Der Preis beträgt 5600 Sternis, na? Relativ teuer zwar das Teleskop, aber wir nehmen uns trotzdem mit. Man gönnt sich ja sonst nix. Okay, dann nehmen wir uns hier noch ein paar Tapeten mit. Ich glaube, oder war das heute? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Wir nehmen es auf jeden Fall, gucken uns mal die Ideen an. Oder haben wir noch was anderes? Ja, ich glaube, wir haben sogar noch was anderes gekauft, sofern ich weiß. Wir hatten uns noch... Ne, eine Bastelanlage nicht, aber wir haben uns Tapeten oder... Obwohl, ne, sahen alle nicht schön aus. Deswegen habe ich es gelassen. Mit den Tapeten, also doch nichts gekauft. Ich dachte, wir hatten was gekauft, aber was wahrscheinlich im letzten Part. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir nichts gekauft. Nur das Teleskop, was ja dann auch in mein Haus kommt. So, ansonsten haben wir ein paar Nookbeilen, die wir jetzt wieder einlösen können. Und zwar Traum vom Eigenheim haben wir jetzt, weil wir eben unser Haus erweitert haben. Und wir machen dann weiter mit... Weiß ich gar nicht. Wir werden Jonna noch in diesem Part aufsuchen, das weiß ich. Wir werden den Bastelkurs machen, das weiß ich. Und ich glaube, wir werden sogar noch ein paar Tiere abgeben, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber okay, der Schnabelbosch haben wir im Museum abgegeben. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich alles nicht mehr auf Video. Ich bin mir nicht mehr sicher, also es wird so oder so anders. So, da gibt es ein paar schöne Verstecke oder beziehungsweise für sie, die ich nicht ausgrabe, warum auch immer. Weil ich wahrscheinlich gekippt bin oder... Also, oh nein, ich glaube, ich wollte jetzt einen neuen Bewohner aufsuchen, genau. Denn ich gucke hier, welches Haus besetzt, und das war Haus Nummer 3, was als erstes besetzt ist, wo
wir diese Person da schon kennen, von der einsamen Insel, wo wir hingefahren sind. Oder hingeflogen sind, besser gesagt. Und das ist Eleonore. Oder wie auch immer man sie aussprechen sollte. So. Sie putzt natürlich ihr Haus und will noch alles einrichten. Also heute ist sie da. Schien, ich bin so froh, dass wir uns auf dieser Insel einen Namen getroffen haben. Du hast mich doch von solchen Zuckerpür überzeugt, dass ich hierher ziehen, hergezogen bin. Heute habe ich noch nichts zu erledigen, aber wir müssen uns so schnell wie möglich mal treffen. Ja, das sollte man machen, aber erst bei deiner Hausflasche ist also am nächsten Tag. Und weiter geht es mit... Ich weiß gar nicht, was es weitergeht. Der Part ist halt am Sonntag gestanden. Heute ist Dienstag, wo ich es kurz nachkommentiere. Deswegen weiß ich jetzt absolut nicht, was da war und was nicht war. Was geht's denn weiter? Ich glaube, wir graben ein paar Fossilien aus und sonst machen wir, glaube ich, nichts weiter. Oder? Ich habe absolut keine Ahnung mehr, deswegen ist es halt danach kommentiert. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was sammeln für eine Angel, denn unsere Angel ist ja kaputt gegangen. Und halt holen uns halt noch ein paar wunderschöne Fossilien, wenn ich nicht den Baum treffen sollte, sondern das... das Vergraben, ne? Das ist tatsächlich ein Fossil gewesen. Es gibt sogar, glaube ich, noch mehrere, die ich auch ausgegraben habe und dann natürlich alles im Museum abgegeben habe. Deswegen passt das auch. Ja, wir gehen erstmal kurz hoch und holen uns den Rest, der da oben ist. Das wäre zum einen... Weiß ich gar nicht, was werden das dann? Hier oben anscheinend wieder nichts. Aber egal. Freut mich auf jeden Fall. So, da schrecken wir ein paar Fische. Unsere 40 Bäume sind übrigens endlich fertig. Das ist sehr schön. Können wir uns auch bald 40 anpflanzen. Nicht nur Äpfel haben. Haben nicht nur Äpfel, sondern auch ein Haufenweise 40. Das werde ich aber alles aufs gemacht. Ich werde ein paar Bäume abhacken und dafür andere Bäume pflanzen mit anderen Früchten halt. Dass wir halt immer weiter unser Sortiment vergrößern und nicht nur hier einen Apfel haben. Ihr seht hier 4 Äpfel, 5 Äpfelbäume. Das ist viel zu viel. Deswegen werde ich hier einige immer mal wieder umtauschen, kann man sagen. Und ja. So, nun holen wir uns gleich das nächste. Und zwar wieder ein Fossil. Wow, die gibt es ja hier haufenweise, die Fossilien. Deswegen machen wir es einfach. Zack, schnell das Loch wieder zugegraben. Das passt. Da gibt es gleich das nächste Fossil. Und da hinten im Museum auch gleich noch eins. Warum das eigentlich ausgegraben hat, weiß ich nicht. Aber ist halt so. Dann holen wir uns das Fossil. Das ist ja nicht das Wildeste. Zack, einmal zu. Oh, das nächste Fossil hier oben. Und da ist es schon. Warum das irgendwie ausgegraben hat, keine Ahnung. Der kommt ja nicht aus seinem Museum raus. Sondern wir bringen ja die ganzen Sachen. So, als nächstes bin ich, glaube ich, dabei, wollte ich eine Angel herstellen. Oder ich weiß gar nicht, was ich vorhatte. Beziehungsweise ich wollte Jorna suchen. Und bei Tina vorbeischauen noch. Genau, das habe ich auch gesehen. Und den Typen hier, den wir noch nicht kennen, einfach mal ansprechen. Wer bist denn du? Hey, du. Sag mal, wohnst du hier auf dieser Insel? Ja. Dachte ich mir doch. Ich bin Harvey von dem Mann, also Nachbarinsel. Grüß dich. Meine Freunde sagen einfach Ha zu mir. Wieso? Na, Harvey. Das bleibt doch nur, wenn man es laut sagt. Sorry, versuchte kleiner und so. Ich wollte was. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Was wollte ich? Ach ja, ich höre ständig eure Insel, wie ein locker und relaxed ist sich hier haust. Da wollte ich einfach mal Hallo sagen, also die Insel, die und durch und so. Eigentlich suche ich ja nach Ideen, zu einer neuen Künstlergruppe zu starten und so. Jetzt erklären wir mal, eigentlich soll ich doch gar keiner wohnen, einsame Insel und so. Ja, keine Ahnung, ja. Naja, ist ja jetzt nicht mehr einsam. Bist du jetzt hier der Chef oder wie? Moment mal, hier, beste Idee aller Zeiten. Du sollst mal mein Fleckchen Erde besuchen kommen. Spazier einfach zum Flughafen und frag nach Harrys Insel. Da wohne ich. Fein, oder? Ja, das ist gut. Dann danke jedenfalls für das nette Schwatz. Ich mach mich mal auf und schau mir Hashtag Zuckerpür an. Ja, natürlich. Mach das sehr gerne. Wir werden hoffentlich bald mal auf deine Insel kommen. Das werde ich mir fest vornehmen. Und ansonsten mal schauen, was wir jetzt noch machen. Wir gehen erstmal zu Pit rein. Denn der baut gerade was und von ihm holen wir uns gleich eine neue Wasserernennung. Hey Maschine, perfektes Timing. Sieh mal. Was ist das? Ich habe eine Bambusabsperrung angefertigt. Eigenhändig. Die Idee ist mir neulich beim Joggen gekommen. Also bei Kilometer 33 meiner ersten Runde.
Wow, so lange könnte ich glaube ich nicht joggen. Du siehst, vor Langzeigenstrecken gut sein kann. Die Birne joggt mit, merkt ihr das? Okay, das werde ich mir nicht machen, ich werde das nicht sagen. Joggen. So ein Bossprojekt ist wie ein richtig hartes Training und somit das Richtige für dich. Also, möchtest du auch einen Bambusabsperrung versuchen? Jo, gib her. Denn jetzt krieg mal das Rezept dafür. Du hast Glück, dass ich mir immer so gewissenhaft nur diesen mache. Die kann ich jetzt einfach weitergeben. Yep, da kriegt man die Anleitung für den Bambusabsperrung. Aber egal, ich hoffe, meine Schrift ist lesbar. Ich kann vor lauter Kraft kaum schreiben. Du, das kenne ich aber auch. Meine Schrift kann auch keiner lesen. Zumindest, glaube ich, möchte es auch keiner versuchen, meine Schrift zu lesen, denn ich habe wirklich eine Scheißhandschrift, muss ich ehrlich sagen. Aber egal, ich glaube, deswegen habe ich auch die meisten schlechteren Noten in der Schule bekommen. Weil ich meine Schrift nicht lesen konnte, aber naja, kann man nun nichts ändern. Jetzt kann man, glaube ich, noch diese zwei versiegeln, außer auch nicht, weil ich einfach zu dumm bin und das nicht sehe. Nee, ich bin immer noch auf der Suche nach Jonna, weil ich nicht wusste, übrigens ist ein Flash passieren muss auch noch. Wann die da ist, denn ich dachte mir so, okay, vielleicht ist sie ja nicht mehr da, weil es jetzt schon fast um 12 ist. In der Zeit könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, von wann bis wann Jonna da ist. Also ich gehe mal davon aus, von 8 bis 12 oder so ist sie da, danach ist sie nicht mehr antreffbar. Eben, weil sie gesagt hat, sie ist noch frühester und so, jetzt haben auch die anderen Fossilien, außer Glückseier, was auch immer sich da unter diesen Stern versteckt. Nein, es ist ein Glücksei. Ja. Diese Glücksteile gehen hoch langsam echt auf den Geist. Also ich bin froh, wenn das Event vorbei ist. Also, nee, Mann, danke. Kein Bock mehr auf diese Glückseier. Aber okay, dann ist es halt so. Wenn ich zu gut zum Verkommen sind, sind natürlich auch noch da. Und ich meine, wir haben einen großzügigen Betrag gerade von 16.000 oder so. Also ist nicht mal schlecht, was wir momentan haben, aber auch nicht gut. Das müssen wir wirklich noch ein bisschen perfektionieren, diesen Vertrag. Denn wir haben ja einen riesenhaften Schulden von 200.000 Sternen, die hieß. Aber, naja gut. Ich glaube, wir lesen auch gleich noch die Flaschenpost. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Oder wir treffen gleich auf Jonna. Wo ist sie denn eigentlich? Ich glaube, die ist etwas weiter unten. Ja, da ist Jonna mit den Rüben. Oder Jonna, ich weiß ganz genau. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Wir schauen gleich mal nach. Sie heißt Jonna, genau. Hallo, ich heiße Jonna. Kennst du Sigrid, meine Oma? Omi kennt fast alle, darum frage ich das auch jeden. Und sie meinte, ich bin ja jetzt schon ein großes Mädchen, da könnte ich bei der Familiengeschäft helfen. Achso, du weißt gar nicht, was das Familiengeschäft genau ist? Ich sag's dir. Rüben verkaufen. Sagt dir dein Rübenmarkt was? Nein, das ist kein Baumarkt oder so. Da werden Rüben gehandelt und zwar aus der Ferne. Über so Leute wie mich und meine Oma. Genau, um den jeden Sonntag hier biete ich frische Rüben an, die zum Markt gehören. Ja gut, ne? Ach, ich bin so doof, ich soll das nicht direkt fragen. Da kauft doch keiner. Omi hat mir es oft genug erklärt, was ich sagen soll. Also, wie war das nochmal? Weißt du schon, wie der Rübenmarkt funktioniert? Das ist was voll Interessantes. Nein, jetzt weiß ich zwar schon, aber erzähl mal. Puh, los, Jonna, kein Lampenfieber. Also, Rüben sind leckere Gewächse, die voll in Eintöpfe passen oder in Gemüse fahren. Oder. Ja, Moment. Nicht die von uns. Omi sagt immer, dass wir uns sind zum Handeln da, nicht zum Essen. Ja, das stimmt. Wollen wir den richtigen Gespür für Timing machen? Sie können den Sternikonto schön dick und prall. Soll ich dir weiter erklären? Ja, fürs Let's Play schon. Alles klar. Also, war ich jetzt schon mal nochmal, ach ja, der Sinn unserer Rüben ist folgender. Man kauft sie, wartet, bis sie mehr kosten und verkauft. Das nennt man Omi immer spekulieren. Ab da jetzt der Speck ins Spiel kommt, weiß ich auch nicht ganz genau. Aber naja, ist halt ein Wortwitz, ne? Na, Speck ist eben jetzt erstmal Wurst. Versteht ja keiner, was die Erwachsenen so sülzen. Manchmal schon. Nepp und Schlepp kennst du, oder? Sie kaufen dir die Rüben dann wieder ab. Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Gut, jetzt kommt ja das Wichtigste. Hör gut zu, ja? Dann weißt du Bescheid. Die Rüben soll man nämlich nicht zu lange behalten. Nach einer Woche werden sie nämlich faul. Wenn du also welche von mir kaufst, musst du sie vor dem nächsten Sonntag verkaufen. Wichtig. Sonst Matsch. Und Omi sagt, gematschte Rüben sind die schlimmsten, was es bei der Welt gibt. Bis auf eines. Die ganzen Sterne, die bei der Matschisierung verloren gehen, das ist das Allerschlimmste. Ja, das ist richtig. Meine Sterne kriegen wir nicht so von Bäumen, ne? Vielleicht schon.
Im Moment kostet eine Rebe 92 Sterne. Magst du welche kaufen? Ja, gerne. Ich wollte eigentlich 100 Stück kaufen, aber ja, dann hat er erstmal 1000 eingegeben. Das seht ihr jetzt auch gleich. Sie verkaufen immer nur im 10er Packs, also mindestens 10 müssen wir immer kaufen. Und ich wollte hier 100 Sterne, nicht 1000 Sterne, weil das kostet mich 92.000 Sterne. So viel Geld habe ich nicht. Huch. Also, tut mir leid, aber sein Summenschein reicht überhaupt nicht für den Kauf. Das dachte ich mir, deswegen kaufen wir auch nur 100, das wird 9000, das habe ich mir nochmal überlegt, dann kaufen wir uns nur 10 Sternis. Quatsch, 10 Rüben für die Sternis, das ist ein gutes Geschäft, dann können wir gucken, ob wir sie vielleicht nochmal größer verkaufen können. Oder am nächsten Sonntag mit dem Preis noch weiter runter geht, wenn wir sie wieder kaufen. So, geil, wir geben die 920 Sternis hin, kriegen dafür unsere 10 Rüben. Und machen damit ein großes Rübengeschäft. So, damit haben wir diese Rüben sozusagen abgefertigt. Und haben somit auch gleich direkt mal wieder was Neues parat gehabt. Und zwar Rüben-Spekulant. Kriegt man einfach mal so hinterhergeschmissen für 300 Meilen. Das ist okay. Und dann schauen wir weiter, was wir noch machen können, denn ich bin mir sicher, dass ich noch irgendwas vergessen habe, was ich eigentlich machen wollte und wahrscheinlich auch gemacht habe oder auch nicht. Ich habe absolut keine Ahnung mehr. Die Flaschenpost haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ne, haben wir noch nicht gelesen. Machen wir jetzt auch. Gläser, geschätzter Leser. Kürzlich hatte ich auf einen Spaziergang eine Einwilligung für eine fantastische Bastelanleitung. Ich fühle mich dazu verpflichtet, meine Idee der anderen zu teilen. Bitte setz meine Idee in die Tat und beste Grüße, Christian. Okay, habe ich natürlich falsch vergessen. Aber ist egal, wir kriegen den Keramikkrug und den hatten wir schon durch Tom Nook, weil wir eben die Häuser machen mussten. Das werden wir uns absprechen, dann haben wir nochmal und dann haben wir noch zwei Geschenke von der Akademie des schönen Hauses, das wir noch auspacken werden. Das hatte ich mich vergessen. Und das werden wir uns gleich, denke ich mal, in Zauber stellen. Aber jetzt gehen wir zu Tina und Sina. Ich kann mir die zwei gerade noch nicht merken, aber das müsste Tina sein, genau. Guten Morgen, Maschine. Schön, dass du mal hier bei mir schaust. Womit kann ich dir heute denn dienen? Zeig mir das Angebot. Natürlich, ich schau dir ganz in Ruhe an, ob du etwas zu kaufen möchtest. Ja, leider ist nichts für mich dabei. Löcherpulli mag ich nicht, langer Polohemd auch nicht. Trainingshose ist was, ja. Vielleicht höchstens die Cap, ja. Aber das ist eine Trucker-Cappy. Und ich habe erstmal gelesen Tucker-Cappy. Deswegen hat mich das gleich mal an WWE erinnert. Aber ist ja eine Trucker-Cappy. Kaufe ich mir trotzdem? Glaube? Nee, doch nicht. Schade. Hätte zu fett, aber klopp gut gepasst. Weiß nicht, warum ich nicht gekauft habe. Ich bin einfach wahrscheinlich ein bisschen dumm gewesen, aber ist jetzt egal. Auf jeden Fall haben wir nichts gekauft und wir gehen mal rein zu Tom Nook und belegen noch diesen Bastelkurs, den wir machen müssen. Und ja. Da spricht er uns natürlich auch gleich an. Aber ich glaube, wegen den Häusern, ja. Oh, hallo Maschine. Weil dein Zuhause ist jetzt viel geräumiger, oder? Etwas mehr Platz, ist nie verkehrt. Dann gäbe es nur noch eines, nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht 200.000, fast 200.000 Sternis. Hm. Oh ja, bitte für Rückzahlung wie zu werden. Die Bankautomaten des Nook-Portals durch. Ja, das mache ich immer wieder gerne, Nook. Nur 200.000 Sternis ist halt haufenweise Geld, ne? Aber die werde ich immer wieder zurückzahlen. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäft zu machen. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, ich gucke erstmal in den Container, was da drin ist. Da ist nichts drin. Schade, schade, schade. Und dann nehmen wir unsere Bastelkurs rein. Ah, Maschine, hallo, hallo. Vielleicht hast du ja schon Durchsagen gehört, ich biete einen Kurs zum Umgestalten an. Wenn du diese Fertigkeit meisterst, macht das Basteln gleich noch mehr Spaß. Schau dir das mal an. Ja, das wollen wir auch. Dazu müssen wir zur Werkbank und diesen Kurs auswählen. Umgestaltungskurs möglich. Bist du bereit, die wunderbare Welt des Umgestaltens zu betreten, Maschine? Jep, mit Vergnügen. So gefällt mir das, wir fangen gleich an. Ich fange am besten mit einer Erklärung des Umgestaltens an. Im Grunde ist es ganz, ganz einfach. Zuerst brauchst du natürlich etwas, das du umgestalten möchtest, sowie die nötigen Umgestaltungssets. Und dazu gestaltest du einfach eine Werkbank. Schon hast du ein neues Design und eine neue Farbe. Wie sagt man noch gleich, probieren geht über studieren. Fangen wir also an. Dein Ziel ist es in dieser Zimmer, einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Ja, sehr schön. Einzelverstauung von Kleidung, Schränke, Truhen ist so weiter, sehr, sehr nützlich. Ja, ja.
Hier kannst du ja jedes Kleidungsstück schlüpfen, das sich in deinem Haus in deinem Lager befindet. In einem farblich umgestalteten Holzschrank könntest du da neue Akzente setzen. Und diese Freiheit, dich künstlerisch auszudrücken, ist doch genau das, was Hashtag ZollWP ausmacht. Ja. Oh, dir fehlt doch die entsprechende Bastelanleitung. Augenblick, ich lasse dir rasch zukommen. Das wäre nett, denn ich möchte unbedingt einen Schrank in meinem Haus haben. Tatsächlich. So, das wäre erledigt. Komm dann bitte wieder, sobald du den Holzschrank angefertigt hast, ja? Ja, wir gucken jetzt mal ganz kurz, wie viel der Holzschrank kostet. Und dann forme ich kurz die Materialien und baue diesen Holzschrank zusammen. So, was kostet denn der eigentlich? Das wäre jetzt mal die wichtigste Frage. Und zwar 12 Holz. Ja. Die forme ich mal schnell zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, okay. Ich habe alles zusammengeformt und dann stellen wir jetzt diesen Holzschrank her. Beziehungsweise ich stelle erstmal noch eine feuerne Angel her, weil meine Angel ja kaputt gegangen ist. Diese normale Angel stelle ich jetzt erstmal her und dann stellen wir noch den Holzschrank her und dann gehen wir ans Umgestalten. Beziehungsweise nicht ganz, sondern machen vorher noch unser Haus fertig. Denn wir haben ja noch ein paar Geschenke und ich habe auch noch in der Zwischenzeit wieder was gefunden, was wir noch machen können. Und erstmal stellen wir uns den Holzschrank her. Das ist ja das Wichtigste, was wir jetzt sowieso machen müssen. Das ist jetzt erstmal genug fürs Erste. Wir gehen erstmal in unserem Haus rein und stellen jetzt so einige Sachen auf, die wir noch haben. Und das ist zum einen, Unkraut packen wir ins Lager, brauchen wir gerade nicht. So, ich packe jetzt erstmal gerade so natürlich alles ins Lager, was ich nicht brauche. Ansonsten haben wir trotzdem so viel mitzunehmen. Und zwar haben wir noch ein Geschenk gleich, was wir öffnen müssen. Und das ist von Akademie des Schönen Hauses und das ist ein Bügelset. Keine Ahnung, was mir das Spiel damit sagen will. Und das andere Geschenk ist ein HDS-Fähnchen. Was eigentlich auch ganz schön aussieht, das werdet ihr in späteren Parts sehen. So, Nostalgie-Hütchen habe ich übrigens gefunden. Oder beziehungsweise glaube abgeschossen. Das hat mir ein Geschenk gegeben, ein grünes Geschenk. Also ein Geschenk mit einem Ballon. Und dann geht's weiter mit Nux Umgestaltungskurs. Wir rennen mal rasch zu ihm, denn wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Also auf zu Nux. Und dann lernen wir jetzt das Umgestalten. Oh, Maschine, du hast deinen Holzschrank dabei. Dann ist es an der Zeit, mit dem Umgestalten zu beginnen. Hier sind zunächst ein paar Umgestaltungssets für dich, Maschine. Okay, dann gib sie mir bitte her. Okay, das sind die Umgestaltungssets. Schön mit dem Pinsel vorne drauf, passt schon. Hol einfach deinen Holzschrank raus und probier dir das Umgestalten an ihn aus. Okay, wir holen den Holzschrank. Und gestalten ihn jetzt um mit anderen Farben. Also das sind die ganzen Farben, die uns zur Auswahl stehen. Ich habe mich für das dunkle Holz entschieden, weil es, finde ich, am besten aussieht anstatt den hellen Holzen. Passt, glaube ich, auch besser momentan zu unserer Behausung. Deswegen nehme ich das dunkle Holz und wir haben es. Der Holzschrank wurde umgestaltet. Sehr schön. Ja, ja, wirklich wundervoll. Wie du siehst, ist das Umgestalten ganz leicht, solange man nur Umgestaltungssätze in einer Werkbank hat. Übrigens, jetzt kannst du es ruhig behalten, sonst für dein nächstes Umgestaltungsprojekt. Ja. Dann nur kurz damit abgeschlossen, kannst du jetzt auch im Laden Umgestaltungssets kaufen. Das Umgestalten ist in erster Linie für Möbel und andere Items gedacht, die du selbst gebastelt hast. Aber manche der Marktanteile, die im Laden verkauft werden, kann man ebenfalls umgestalten. Es gibt zum Beispiel solche, bei denen man den Stoff ändern oder ein eigenes Design hinzufügen kann. Herauszufinden, welche eines du auf die welche Weise umgestalten kannst, macht eine Menge Spaß. Und damit wären wir am Ende eines Kurses Umgestalten angelangt. Der umgestaltete Holzschrank wird sich sicher gut zu deinem Hause passen. Und du machst jetzt erstmal Pause, du hast es dir verdient. Ja, das finde ich auch. Dafür kriegt man auch noch Nook-Punkte, glaube ich. Oder auch nicht, ich bin mir gerade nicht sicher. Kriegen auf jeden Fall die Plusaufgaben-Nook-Punkte, sag ich mal. Und dafür kriegen wir, ja, tatsächlich kriegen wir auch, aber dazu müssen wir mehr umgestalten. Deswegen kriegen wir jetzt noch keine Nook-Punkte. Aber es ist egal. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin und ciao.